Wir werden Exponentialgleichungen heute lösen und das mit Hilfe des Logarithmus tun. Das ist die Vorstufe dessen, sodass man dann später Zinseszinsrechnung, Wachstumsrechnung, Zerfallsrechnung und allerlei verrückte Dinge ausprobieren kann. Erstes Beispiel. Nehmen wir an, die Exponentialgleichung sieht wie folgt aus. 4 hoch 2x, na, soll 16 sein. Was tun? Ganz einfach. Wir machen aus der 16 eine 4 hoch 2 und können jetzt sagen, 4 hoch 2x ist 4 hoch 2. Wenn ich jetzt hier die gleichen Basen da stehen habe, bin ich in einer guten Lage. Ich brauche mich bloß noch um die Exponenten zu kümmern. Das heißt, 2x ist gleich 2. Jetzt teile ich durch 2, x ist demzufolge 1. Eigentlich leicht, ne? Anderes Beispiel, zweites, das sei 8 hoch x ist gleich 16. Ganz genau. Da in beiden die Basis 2 drin steckt, kann ich sagen, 8 ist 2 hoch 3 und 16 ist 2 hoch 4. Nochmal ausführlich hingeschrieben, heißt das 2 hoch 3 hoch x. Und das wird so nach den typischen Gesetzen so hingeschrieben als 2 hoch 3x. Jetzt habe ich beides auf beiden Seiten echt die gleiche Basis und kann sagen, ich kann den Exponentenvergleich durchführen. Das heißt, 3x ist gleich 4 durch 3 und fertig. Nächstes Beispiel. Was hatte ich mir denn überlegt hier? Ah ja. Na. 8 hoch x plus 1 soll sein Wurzel aus 8. Wie geht's weiter? Ganz genau. Die gleiche Basis heißt 8. Nämlich hier ist es 8 hoch 1/2. Die Basis und die Basis ist gleich. Ich kann wieder den Exponentenvergleich durchführen. Wunderbar. Nächstes Beispiel. Was hatte ich mir überlegt? Ah ja. Das vierte Beispiel. 4 hoch 2x minus 1 soll sein 64. So, jetzt. Wie geht's weiter? Ideal zum Üben das Video. Ganz genau so machen wir es. Wir sagen, wir versuchen die 64 in 4 hoch etwas umzuwandeln, denn hier was anderes zu machen auf der linken Seite wäre albern und das ist 4 hoch 3. Der Rest ist dann Routine. X ist 2 und gleich mal, ob das funktioniert. In die originale Gleichung, also hier oben, einsetzen für x, was wir rausbekommen haben, heißt 4 hoch 2 mal 2 minus 1. Ich habe das extra so betont, 2 mal 2 minus 1, weil die Punktrechnung ja vorgeht, können wir sagen, 4 hoch 2 mal 2 ist 4. Minus 1 ist 3, also 4 hoch 3 ist 64. Wir haben richtig gerechnet. Fünftes Beispiel. Am besten ihr macht gleich hiermit. Das erspart euch zu Hause einiges. 8 hoch x plus 1 soll Wurzel aus 2 sein. Mal sehen, was ihr rauskriegt. Scheint hier ein bisschen schwieriger zu sein, aber wenn man aus der 8 eine 2 hoch 3 macht, vorsichtig, ich habe es extra jetzt mal in Klammern geschrieben, heißt das 2 hoch 3, das ist meine 8 hier. Ach. Das ist meine 8. 2 hoch 3 ist also 8 hoch, in Klammern, x plus 1. Ausgeschrieben heißt es 2 hoch 3 mal, in Klammern, x plus 1. Ich gucke, oh, schön, auf beiden Seiten, die Exponenten sind klar, sind 2. Also kann ich mich um die Exponenten, die Basen sind klar, 2. Also kann ich mich um die Exponenten kümmern. Und jetzt muss ich das wirklich ausmultiplizieren. 3 mal x und 3 mal 1, also 3x plus 3 ist gleich das und so weiter. Wenn ich das jetzt mit minus 2,5 mache und rausbekäme minus 2,5 Drittel, dann ist das kein schöner Bruch. Dann mache ich aus den minus 2,5 Drittel folgendes. Ich mache hier aus 2,5 5 halbe. Und die Ulle 3, die steht ja unten auch noch, also sind das minus 5 Sechstel. Nächstes Beispiel. Schön. Weiter so. Die sechste Aufgabe. Was passiert, wenn da steht, das sieht scheinbar blöd aus, 9 hoch x geteilt durch 27 soll 1 sein? Das war das sechste Beispiel. Wenn diese Gleichung auch schwierig aussieht, 9 hoch x durch 27, Achtung, ich darf hier nicht kürzen, denn hier heißt es 9 hoch x. Ich weiß gar nicht, wie viel das wirklich sein soll. Das könnte ja 9 hoch 0,278 sein. Und dann kann ich auf keinen Fall kürzen, ganz eiskalt bleiben. Mal 27 löst die ganze Sache schon ein bisschen besser. 9 hoch x ist 27. Und jetzt mache ich aus beiden irgendwie eine Basis 3. Das bietet sich hier an. 3 hoch 2 ist diese 9. Ich habe das jetzt mal abgekürzt. Ich habe keine Klammern geschrieben. Das ist 3 hoch 3 und der Rest ist Routine. Genau. Siebtes Beispiel. Ganz schick. Wo habe ich denn das hingeschrieben? Nanu.
Ich habe doch ein schönes siebtes Beispiel gehabt. Habe ich mir so schön zurechtgelegt. Oh. Ach, hier. Das sieht so aus. 6 hoch x plus 1 soll sein 9 mal Wurzel aus 16. Ihr seid dran. Ja, hier bleibt man ganz locker und zieht einfach mal die Wurzel aus 16. Das kann man auch mit dem Taschenrechner machen. Haben wir eben gerade gelernt. 9 mal 4 ist 36. Und 36 ist 6 hoch 2. Und jetzt habe ich wieder gleiche Basen. Der Rest ist Routine. Mal sehen, passt denn die 8? Ich nehme mal eine neue Seite für die 8. Aufgabe. Die sieht jetzt blöd aus. Leute, jetzt müsst ihr ein bisschen mehr schreiben. Einfach cool bleiben. 6 hoch x plus 1 halbe. Der Exponent heißt x plus 1 halbe. Soll sein die Wurzel aus 1296. Die ist lustig. Jo, also dieser Schritt hier, der ist dringend nötig. Ich bin nämlich mit diesem Schritt, indem ich beide Seiten quadriere, hier die Wurzel los und auf der linken Seite bin ich das Halbe vom Exponenten los. Und jetzt ist der Rest wieder Routine. Ich habe mal eine Nebenrechnung dargestellt, wenn man im Kopf ausrechnen muss. Wie komme ich daran? 1296, Quersumme durch 3 teilbar, weil es eine gerade Zahl ist, durch 6 teilbar. Ergibt also 6 mal, wenn man sich rantastet, 216. 216 aufspalten, 36 aufspalten, 6 hoch 4, der Rest ist Kram. Die 8, jetzt kommt die 9. Ja, was machen wir in folgendem Fall, die 9. Damit ihr nicht so viel Zeit verbaseln müsst, und zwar 6 hoch x plus 1 halbe soll sein die Wurzel aus 1296. Oh. Ach. 1296. Ähnliche Aufgabe. Also, die Aufgabe sollte mal so abgewandelt werden, dass wir beide Seiten mal einfach mit dem 10er Logarithmus, man sagt auch 10er Logarithmus, zum Logarithmus der Basis 10, versehen, also logarithmieren, dann ist das restliche Schreibarbeit. Das ist dann LG 6 hoch x plus 1 hoch 2, LG und so weiter und so fort. Jetzt nutzen wir, warte, Moment, gibt es eine Frage? So, jetzt nutzen wir den Umstand, dass ja der Exponent nach vorne wandern darf, also vor den logarithmischen Ausdruck. Dann habe ich hier x plus 1 durch 2 mal LG 6 ist dann 1/2 mal LG 1296. Jetzt nutze ich wieder den Umstand, dass ich hier mit einer Gleichung umgehe. Ich nehme den ganzen Mist mal 2. Dann bleibt hier übrig. Achtung, jetzt muss ich es aber in Klammern setzen. X plus 1 mal LG 6 ist gleich LG 1296. Und jetzt tausche ich einfach mal den Logarithmus aus, weil mir das nicht gefällt. Denn hier habe ich eine 6 und wenn ich das hier erkenne, dass das aus 6 hoch 4 besteht, kann ich auch wie folgt schreiben. Ich tausche den Logarithmus aus. Ich sage einfach, das ist der Logarithmus zur Basis 6. Also aus LG wird Logarithmus zur Basis 6. Das ist in diesem Fall luxuriös, denn hier wird aus diesem Ausdruck automatisch, weil ja hier eine stille 1 steht, wird automatisch daraus eine 1. Also bleibt x hoch 1 alleine stehen. Jetzt kann ich die Klammer auch weglassen, weil nichts mehr zu multiplizieren ist. Und dieser Ausdruck wird 4. Also, und jetzt kommt die Routine, ne? Minus 1, also x ist 3. Das geht auch so. Das war jetzt Schmuck am Nachthemd, sage ich gerne. Das war ein bisschen mit Kanonen nach Spatzen geschossen. Viel zu übertrieben. Wir haben noch Zeit für eine kleine Aufgabe. Ja. Nächste Übungsaufgabe, die 10. Nutzt jetzt mal alles das, was ihr bisher schon gewusst habt, für folgende Aufgabe. 4 hoch x ist gleich 6. Und logarithmiert mal den ganzen Mist so und bastelt das um, dass ihr auf einen Schlag das mit dem Taschenrechner errechnen könnt. Was müssen wir machen?